Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein aufgebraucht Video für dich, von mir, ja. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Mal habe ich das Ganze etwas anders gestaltet und zwar wird es nicht wirklich Kategorien geben. Also ich habe wirklich mir hier mein Böckchen gepackt und habe da dann entsprechend die Produkte reingemacht. Hier vorne vor mir liegen ein paar Sachen, die ich separat zeigen möchte, beziehungsweise doch ein bisschen in Kategorien, also so Proben und Masken ist für mich immer so eine eigene Kategorie für sich. Dann habe ich noch die Kategorie Weihnachtsgeschichten, also quasi Dinge aus Adventskalendern. Da werde ich dir aber vorher den Hinweis geben, Achtung, Achtung, jetzt bitte zu dem und dem Zeitpunkt weiterschalten, damit die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, auch nicht gespoilert werden. Und es wird noch eine kleine, aber feine Verlosung in diesem Video geben. Ja, den Bereich Haushalt habe ich weitestgehend jetzt rausgelassen. Ich finde es immer schwierig, dann sage ich bei manchen Produkten nicht viel, ne? Das mag ich dann nicht so. Ich möchte dann lieber doch etwas eingehender auf die Produkte eingehen. Und das kann ich am besten wirklich bei Beauty-Sachen, aber ein paar Haushaltssachen, die wirklich herausgestochen sind oder wo ich vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben möchte, ist noch mit reingewandert, ja. So, ich habe einen Kaffee, der muss getrunken werden, nach und nach. Es ist Samstag, aber dennoch so ein bisschen, ne, für mich so ein chilly Mood. Wir sind, oder haben uns entschieden, heute nicht nach oben zu gehen, weil irgendwie die Woche war sehr anstrengend. Ich war auch unterwegs und, ja, da haben wir uns dann einfach mal ein bisschen in Ruhe reingezogen und ich fange jetzt endlich mal an, Produkte in die Kamera zu halten. Als erstes habe ich hier das Duschpeeling Frischer Hauch von Balea. Das war in Ordnung, fand ich jetzt aber nicht so überragend. Also die Peelingkörnchen, die da drin waren, ich glaube, das ist auch eher so ein Salzpeeling oder so, ich weiß es nicht, hat mich nicht so geflasht. Vom Duft her war das auch nicht ganz so meins. Also es war mir wirklich zu frisch. Wie der Name ja schon sagt, es ist halt ein frischer Hauch und kein süßes Krams, was Claudi gerne mag. Dann hatte ich auf der Arbeit stehen das Gesunde Plus Multivitamin. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel. Genau, das sind einfach so Brausetabletten gewesen. Ich muss sagen, dass tatsächlich, ich habe das morgens genommen, so nach dem Frühstück, nur wenn ich mir eine Scheibe Brot gegessen habe, danach mir dann ein Getränk gemacht mit diesen Multivitamintabletten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir danach wirklich besser geht. Also ich nehme das auch weiterhin und es tut mir auch einfach gut. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ich fühle mich da wacher, frischer und irgendwie aufnahmebereiter und kopfmäßig auch mehr da. Deswegen werden solche Multivitamintabletten auch immer wieder von mir weitergenommen werden und sie schmecken auch einfach gut, ne? Das animiert mehr zum Trinken. Also zum Wasser trinken. Dann habe ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich tatsächlich umsteigen möchte von diesen ganzen Aluminiumverpackungen auf alternative Verpackungen. Eigentlich möchte ich tatsächlich zur Glasverpackung hin. Da benutze ich auch aktuell ein Deo von Zeneo. Das ist aber noch nicht leer, das heißt, das kann ich dir jetzt noch nicht zeigen. Das ist aber sehr, sehr gut. Dann hatte ich ja aber ein anderes Deo-Spray von Freiöl und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat okay geschützt, ne? Also das war jetzt, wir sind hier im Herbst, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich ultimativ schwitze, wie jetzt zum Beispiel im Sommer. Also so einen großen Schutz bietet sowas dann jetzt gerade nicht. Es ist ein Antitranspirant, das heißt, da ist auch irgendwie Alkohol mit drin. Es hat auch gebrannt, wenn ich das drauf gemacht habe, nachdem ich zum Beispiel meine Achseln rasiert habe. Genau, und ich kann es auf jeden Fall schon empfehlen, weil ich es ganz gut fand. Aber ich glaube, dass es relativ teuer ist. Und da würde ich euch vielleicht mehr empfehlen, so. Da gibt es auch super tolle Deos, die man halt in Glasverpackung auch kaufen kann. Ne? Vielleicht ist das mehr sowas. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass es hier eine Plastikverpackung ist, aber ja, ne? Hat den Gestank verhindert. Das Schwitzen an sich jetzt nicht unbedingt, auch wenn es ein Antitranspirant ist. Ein Produkt, was ich jetzt nicht in die Kamera zeigen kann, weil mein Freund sich schon das Produkt gemopst hat, weil es ist dieses CBD-Öl gewesen. Das ist in so einer Pipettenflasche drin gewesen. Das hatte ich in der Foxybox. Das habe ich abends genommen, genau nach dem Duschen, habe ich mir 5 Tropfen unter die Zunge gegeben und ja, habe ich mich dadurch ruhiger gefühlt? Ich weiß es nicht. Ich konnte jetzt nicht besser oder schlechter dadurch runterkommen oder einschlafen später, ne? Ob man das braucht, sei jedem dahingestellt. Es soll ja ultimative Wirkungskraft haben. Mein Freund hat sich das übrigens genommen, um da irgendwie Motoröl reinzumachen und damit dann irgendwas bei sich im Shoppen zu ölen. Männerkram, keine Ahnung. Er fragte mich, ob ich irgendwie sowas hätte. Ich sage, ja. Konnte ich ihm eine Freude machen. Das finde ich dann auch immer sehr praktisch, wenn sowas dann halt auch einfach weiterverwendet wird. Ne? Das ist ja ein Glasflakon gewesen und obendrin halt so eine Gummipipette oder so. Und ja, ne, sowas kannst du dann echt gut
deinem Mann vielleicht mal geben, dann freut er sich. Dann habe ich hier, oh, das war super, von Dr. Pierricot ein Treatment Mask Repairing. Also quasi eine Haarkur von Dr. Pierricot. Die wurde mir auch zugeschickt, habe ich richtig gerne verwendet. Der Duft war so angenehm, dezent, zurückhaltend, dass du halt nicht unter der Dusche irgendwie mega den krassen Geruch hattest oder so, ne? Ich habe das immer reingemacht und dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten oder so einwirken lassen, während ich dann meine Beine rasiert habe, meinen Körper gepeelt habe, mein Gesicht gepeelt habe und so weiter. Aber denk dran, Wasser ausstellen in der Zeit. Und dann habe ich es einfach abgewaschen. 3 Minuten hätte das einwirken müssen, ja, ne? 3 bis 5 Minuten oder so habe ich das dann da drauf gelassen. Fand ich super, hat meine Haare schön genährt, hat mir eine gute Pflege gegeben. Habe ich dann quasi ab dieser Länge runter eingegeben. Mega geil, also das fand ich echt klasse, hat mir gut gefallen. Das ist für Damaged Hair, also für geschädigtes Haar, Natural and Colored Hair, also wirklich für natürliches und für koloriertes Haar, also wirklich für jedermann gefühlt. Also dementsprechend, so jetzt muss ich mal eben kurz meine Lippen eincremen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das mal machen. Deswegen habe ich hier auch manchmal so einen Lippenpflegestift stehen. Das ist jetzt einer von Eucerin, aber das tut jetzt hier gerade nichts zur Sache. So. Dann habe ich ein, apropos Eucerin, ein Shampoo von Eucerin leer gemacht. Das habe ich jetzt, ich denke, dass ich euch das jetzt jeden Monat gefühlt in die Kamera zeigen werde. Jeden Dienstag und jeden Freitag benutze ich ja die Haarkur tatsächlich, also 2x pro Woche. 2x pro Woche verwende ich auch immer ein Körperpeeling und ein Gesichtspeeling. Und wenn ich die Haarkur verwende, verwende ich immer ein anderes Shampoo, eins, das ein bisschen mehr Kopfhautpflege gibt. Da habe ich jetzt aktuell ein paar von diesen Eucerin-Probeviechern. Dermocapillar, Hypertolerant Shampoo, das ist für hypersensible Kopfhaut. Das ist jetzt so ein kleines Vieh gewesen. Das hatte ich von der lieben Alexandra, glaube ich, mal bekommen. Und da habe ich noch ein paar Backups von. Ich glaube, 1 oder 2 habe ich noch. Danach habe ich noch andere aus Adventskalendern, die ich gerne dann noch benutzen werde. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Das ist halt sehr flüssig, wenn das rauskommt. Das schäumt jetzt auch nicht ultimativ oder so. Hat jetzt einen ganz normalen Apothekerduft und nicht so einen ganz speziellen parfümierten Tüdelü-Heititalgeruch. Pflegt aber meine Kopfhaut ungemein. Also seitdem ich sowas verwende, habe ich viel weniger Kopfhautirritation. Also vielen Dank, liebe Alexandra, dass du mir das mal in mein Tausch-Trash-Päckchen mal mit reingepackt hast. Das ist einfach ein Produkt, was mir nochmal so eine richtig schöne Pflege gibt. Ich habe keine Ahnung, meine Kopfhaut fühlt sich jetzt auch nicht erfrischt oder so an, aber ich habe das Gefühl, dass ich halt weniger Pickel da bekomme oder weniger trockene Stellen auf der Kopfhaut. Und da hilft mir das wirklich ungemein. Das ist ganz klasse. Dann war ich ja, wie gesagt, auf Geschäftsreise. In Wilhelmshaven waren wir in einem wundervollen Hotel. Das habe ich auch auf Instagram geteilt. Das war echt, echt toll. Das war das Atlantic Hotel. Das war echt klasse. War schön da. Da habe ich eine Bambuszahnbürste mitgenommen. Einfach mal, weil ich sowieso eine Zahnbürste mitnehmen musste. Und ja, klar, macht Sinn, dass man eine mitnimmt. Und weil ich halt einfach mal gedacht habe, okay, jetzt ist mal echt der Zeitpunkt, wo du mal diese Einmal-Zahnbürsten, also nicht einmal, sondern diese Holzzahnbürsten testen kannst. Und ich habe sie verwendet und ich habe das Gefühl, genau wie die Franke das auch hatte, ne? Dieses Phänomen, du hast nasses Holz im Mund und es war furchtbar. Also sie hat meine Zähne gereinigt, auf den Zähnen an sich hat es sich auch schön angefühlt, aber dieses Holz im Mund zu haben, oh, gruselig, das war gar nicht meins. Das hier ist jetzt von Outdoor Freaks eine Zahnbürste gewesen, die war jetzt mit schwarzen Borsten. Ja, ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall, muss ich gestehen, ne? Aber ich habe es jetzt mal ausgetestet und konnte jetzt endlich mal hierzu auch eine Review geben, beziehungsweise meine persönliche Meinung und meine Einschätzung dazu abgeben. Es gibt unheimlich viele, die diese Zahnbürsten, auch von der Humble Brush zum Beispiel, mega geil finden. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die schwört darauf, die findet die klasse. Immer wenn ich die in Paketen drin habe und halt dann, ne, sag, nichts für mich, dann direkt, Mensch, Claudi, ne, weiß, wo die hingehören. Die freut sich darüber halt, aber ich mag diesen Gefühl von, dieses Gefühl von Holz im Mund einfach nicht, gerade nasses Holz. Oh, gruselig. So, dann habe ich von der lieben Marie noch ein Paket zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Da hat sie mir beigepackt, Kaufmanns Fuß- und Körpercreme. Habe ich tatsächlich auch als Fußcreme verwendet. Und Leute, die ist echt geil. Also, ne, die habe ich echt wundervoll aufgebraucht, weil ich die so geil fand. Riecht halt wirklich sehr, nach Creme halt, ne, sehr standardmäßig, jetzt nicht irgendwie blumig oder sonst was, aber meine Füße, die sind so weit weg von meiner Nase, sodass ich da nichts von rieche. hat jetzt nicht gestunken oder so, nein, aber das war jetzt kein spezieller Duft, wo ich sage, oh geil, deswegen, aber ja, ich mochte diese sehr gerne, Fußpflege oder allgemeine Hautpflege. Als allgemeine Hautpflege wäre die mir tatsächlich zu reichhaltig gewesen. Für die Füße 1A, mega geil, also da haben meine Füße sich auch echt drüber gefreut, dass ich die verwenden konnte.
Dann hatte ich hier ein Produkt, Neutrogener Hydro Boost, Gelee Reinigungslotion, spendet Feuchtigkeit, tüdelü, entfernt Make-up. Also ich habe die tatsächlich unter der Dusche verwendet. Ich habe die jetzt nicht zum Make-up entfernen verwendet, jedenfalls nicht für Augen-Make-up. Sowas als Gelee oder als Schaum oder so steht bei mir immer unter der Dusche. Und das ist immer der erste Schritt, wenn ich unter der Dusche bin, nachdem ich mich einmal nass gemacht habe, dass ich einmal mein Gesicht damit entsprechend reinige, tiefenreinige. Dann benutze ich entweder ein Schwämmchen oder sonst irgendwas, um das entsprechend dann halt in die Haut einzuarbeiten. Aktuell von Foreo, dieses Mini-Vieh, was im Adventskalender war. Ich sag's keinem. Und ja, war gut. Hatte ich anfangs erst ein paar Pickel von gekriegt und Irritationen und habe mir gedacht, willst du das wirklich weiterverwenden? Habe dann, glaube ich, ein, zwei Wochen ausgesetzt und habe dann weitergemacht. Und dann hat es mir aber gefallen und meine Haut hat sich quasi dran gewöhnt. Und ja, die Neutrogene Hydro Boost ist eigentlich meine Lieblingspflegereihe, ne? Aber na, habe ich jetzt leer gemacht, würde ich mir aber nicht nachkaufen, muss ich gestehen. Ja. Noch ein Produkt, was ich leer gemacht, aber nicht nachkaufen würde, ist hier von Roger & Gallet, Gel-Dusch Euphorisant mit Aloe Vera und dem Aprikosenextrakt. Das ist so ein Duschgel. Zum einen, weil das einfach viel zu klein ist, aber auch in groß würde ich mir das nicht nachkaufen, weil der Duft einfach echt nicht meins ist. Das ist halt so ein richtiges Gel, muss halt ordentlich schon mal rubbeln, bis es dann wirklich anfängt irgendwie zu schäumen oder so. Es fühlt sich sehr, sehr fest an und ich mag das von der Konsistenz her nicht so gerne dann auf der Haut. Das mag ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so Fan von gewesen. Ich fange meistens an, hier vorne so mir das aufzugeben und dann so entsprechend nach unten, links und rechts und oben und unten zu verteilen. Da hatte ich hier immer so einen Film oder so, ich weiß nicht. Hat mir nicht so gut gefallen. Also das, nee, würde ich auch nicht nachkaufen. Würde ich auch so jetzt nicht, würde ich einfach nicht empfehlen. Nein. So, dann kommen wir mal zu den Weihnachtsprodukten und ich blende dich hier mal ein, bis wohin du vorspulen müsstest, um quasi wieder zum normalen Teil des Lebens überzugehen. Ja, da habe ich hier so eine kleine, aber feine Tüte von Leonidas. Ich glaube, da gibt es Schokolade drin, ne? Habe ich mal auf Arbeit gekriegt, geil. Ja, kleiner Disclaimer. Gut, ich greife einfach mal rein und greife als erstes raus ein Produkt, was ich auch tatsächlich mit hatte auf der Geschäftsreise. Von Sephora Pillow Battle. Das ist ein Duschgel. Ich dachte eigentlich, dass es so ein Duschjelly ist. Sprich, dass du quasi dieses Produkt hier in fest hast und dann quasi so auf dem Körper verteilst wie so ein festes Moped. Nee, das musste man hier oben aufknicken und dann das Produkt rauspressen. Hat ganz okay gerochen. Also ich mag den Duft Pillow Battle echt gerne von Sephora. Ja, war aber relativ kompliziert hier rauszukriegen, finde ich. Also, naja, war irgendwie, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Dann habe ich leer gemacht eine Gesichtsseife von Clinique, die Liquid Facial Soap. Ja, die ist für trockene oder kombinierte Haut. Die macht deine Haut richtig sauber. Also du hast danach so ein quietschsauberes Gefühl auf deinem Gesicht. Das ist der helle Wahnsinn. Ich mag das und ich mag das Produkt auch wohl. Es ist halt relativ teuer, das heißt, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Aber wenn ich das halt in Adventskalendern oder in Boxen drin habe, feiere ich das, weil das gut ist. Dann habe ich ein Shampoo auch mitgehabt auf der Geschäftsreise. Und zwar von Aveda, das Shampoo Nutrition Shampoo, also quasi ein nährendes Shampoo. Das hat halt wirklich auch nur für eine Anwendung gereicht. Vom Duft her hat es mich nicht von den Socken gehauen, ne? Das war jetzt okay, es war halt da. Aber ja, ne, hat mir gut gefallen, hat meine Haare sauber gemacht, mehr nicht. Komm, oh, da klebt was dran. Ein Sticker. Und zeigen, ich bin ein Adventskalenderprodukt. Okay, das hier ist von Matt Maske, die Morning Boost Mask. Die ist geil, Leute. Wenn die nicht so teuer wäre, ich würde mir die ja direkt nachkaufen, ne? So geil. 20 Milliliter sind hier nämlich enthalten gewesen. Und die hat, glaube ich, für 3 oder 4 Mal bei mir gereicht. So, du nimmst diese Maske, nachdem du deine Hände gewaschen hast, genau. Dann machst du die einfach auf dein Gesicht drauf. Also vorher musst du dein Gesicht nicht waschen oder nass machen oder sonst irgendwas. Dann lässt du die drauf, während du deine Zähne putzt. Und ich putze wirklich lange die Zähne. Und musst du aber gar nicht so lange drauf lassen. Und dann kannst du es wirklich abspülen. Und das ist halt wie, als würdest du dir so eine Matschecreme runternehmen, ne? Hat auch so leichte Matschepartikel drin, also diese Peelingpartikel. Aber danach, die Haut, die glänzt, die strahlt, die sieht so geil aus. Also voll geil, aber echt teuer. Naja, war trotzdem toll. Dann habe ich ein Shampoo und eine Spülung von OGX leer gemacht. Renewing Argan Oil of Morocco. Die fand ich toll.
Die haben meine Haare richtig gut genährt und die haben toll gerochen. Fand ich unfassbar klasse. Also cool, dass die im, ich glaube, die im Haar-Adventskalender drin waren. Da konnte ich mal wirklich die Marke austesten, weil das konnte ich halt vorher nicht. Fand ich toll. Die haben meine Haare schön gepflegt, schön gemacht, toll aussehen lassen. 1A. Dann habe ich von Goldwell Rich Repair. Das ist eine 60-Sekunden-Maske für die Haare. Ja, auch leer gemacht. Die war, glaube ich, im Glossybox-Adventskalender mit drin oder so. Oder war das? Doch, das müsste Glossybox gewesen sein. Ja, ja. Color Protection steht hier drauf. Das heißt, du kannst sie natürlich auch verwenden, wenn du jetzt nicht kolorierte Haare hast, so wie ich. Ich fand die ganz gut. Also, ja, ne? Die hat meine Haare schon ganz gut gepflegt. Hat auch ganz gut gerochen, aber auch wieder nicht so intensiv. Das war halt mehr so dieser Friseurgeruch. Ja, ne? Also sehr angenehm, sehr dezent und das habe ich halt auch wieder nur in die Länge gegeben. Und 60 Sekunden, das ist meistens dann bei mir etwas länger drauf tatsächlich. Aber es hat mir gut gefallen. Das auf jeden Fall. Dann habe ich ein Abschminkprodukt leer gemacht von Lancôme, das Bifacil. Das ist für die Augen, das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Ja, das hat keine Woche gehalten bei mir, ne? Ruckzuck war das Ding leer. Mache ich mir auf mein Norvel Wattepad immer, also auf die wiederverwendbaren Wattepads, die man ganz normal waschen kann. Und ja, hat mein Augen-Make-up relativ gut runtergenommen, wenn du es lange noch vorher einwirken lassen hast. Sprich, das aufs Pad geben, dann das Pad auf das Auge mit dem Make-up-Vieh drauflegen, also mit dem geschminkten Auge drauflegen und dann wirklich 10, 20 Sekunden einwirken lassen und dann nur ganz, 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 ganz vorsichtig erstmal anfangen, das so runterzunehmen. Also das hat deutlich länger gedauert als andere Produkte, die ich sonst schon verwendet habe. Und dann musste ich auch immer von unten noch unter die Wimpern drunter streichen, weil irgendwie kam das Produkt nicht wirklich von alleine dahin. Das war schon umständlich, hat es aber schön gemacht. Also da ist jetzt nicht irgendwie eine Wimper mit rausgerissen oder sonst irgendwas. Also es war sehr sanft, die ganze Geschichte. Aber man musste sich schon ein bisschen Zeit dafür nehmen. Nachkaufen würde ich es nicht. Da gibt es auch schöne von Balea und Co., die man dann auch sich organisieren kann. So, ja, Sephora. Das sind Augenmasken gewesen. Ja, das war aus dem Sephora Adventskalender. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Habe ich auch auf Instagram geteilt. Folgt mir da auf jeden Fall, ne? Da poste ich sowas immer. Ja, nee, also waren halt ganz normale Augenpatches. Also da kannst du dir auch einfach die Q10-Dinger von Balea holen, ne? Das hat auch nicht so viel rausgerissen. Das ist dieser No-Strip von Sephora gewesen. Also nee, hat bei mir nicht wirklich geholfen. Genauso wie diese Lippenmaske. Die hat so ein bisschen meine Lippen mit Feuchtigkeit versorgt. Das ist die Shea Lip Mask. Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Kauf oder ein Blick oder sonst irgendwas wert. Also da gibt es halt auch günstige, die genauso gut sind, wenn nicht sogar besser. Dann habe ich leer gemacht. Von Dresdner Essence. Naturkosmetik auf Schritt und Tritt gepflegt. Das ist ein Fußbalsam gewesen mit Bio-Calendula und Mandarine. Der hat auch schön meine Füße gepflegt, aber bei weitem nicht so gut wie die von Kaufmanns. Muss ich wirklich sagen. Hat aber schön gepflegt. Doch, ja, hat sie. Clinique Pepstar. Das ist eine Augencreme gewesen. Eye Cream. Ich habe hier so viele Haare von Sammy. Es tut mir leid, der hat hier reingeschnüffelt. Hey. Genau, ja. Ich dachte, dass ich die vielleicht mal so ein bisschen mir anschauen kann als gegebenenfalls Alternative zu meiner All About Eyes. Auf gar keinen Fall. Also die hat meine untere Augenpartie bei weitem nicht so gut gepflegt und so smooth gemacht und so schön aussehen lassen. Würde ich mir nicht nachkaufen, nein. So, dann habe ich einen neuen Beauty Blender von Beauty Blender. Endlich mal einen originalen. Ja, der war auch in einem Adventskalender mit drin, ne? Hat mir ganz gut gefallen, dass ich den mit drin hatte. Denn jetzt habe ich so ein ultra softes Viech. Hatte ich vorher nicht. Gefällt mir. Habe ich auch schon verwendet. Hat mir gut gefallen. So. Dann habe ich verwendet. Auch wieder von Sephora aus diesem Adventskalender, wo man in gefühlt nur Proben drin hatte. Kalter Kaffee schmeckt nicht. So. Das sind diese Nagellackentferner-Tücher gewesen. Die habe ich echt, also pro Tuch habe ich eine Hand nur entfernen können, also Nagellack entfernen können. Braucht kein Mensch. Echt nicht. Also der Nagellackentferner an sich war gut, ne? Man hat es halt draufgelegt, einwirken lassen, dann konnte man das gut abnehmen. Also das hat wirklich gut funktioniert. Aber ich finde, es ist so viel Müll, wenn man halt auch diesen Wipe dabei hat. Also du hast ja dieses Tüchlein, dann ist das Tüchlein ja getränkt mit dem Nagellackentferner. Und dann ist es noch in so einer Verpackung. Finde ich echt blöd, dass sowas dann im Adventskalender drin war. Schön zur Testung, aber Dann habe ich hier so ein Serum von Elizabeth Arden verwendet. Das ist das Retinol. Hatte ich auch schon mal.
Hier unten habe ich exemplarisch mal so ein Vieh drin gelassen. Da waren, ich glaube, 7 Stück von drin. Die waren halt gefüllt mit diesem Serum, was sich so geil angefühlt hat. Es ist extrem silikonig, ja, das muss man sagen, ne? Das hast du wohl gemerkt. Aber mega angenehm, hat mir richtig gut gefallen. Also doch, ich fand's schön. Ich markiere mir meine Produkte von Adventskalendern übrigens mit Stickern ganz gerne, dass ich das dann auch noch weiß. Und ja, ne? Das kann ich empfehlen. Ich glaube aber, dass es echt teuer ist. Aber ich fand es super schön. Bevor wir jetzt zu den ganzen Ampullen kommen, die hier noch irgendwie sich drin verbergen. Was habe ich denn hier noch drin? Annemarie Börlind. Hyaluron Augenpads mit Sofort-Effekt. Die waren ganz gut. Die haben mir ganz gut gefallen. Die würde ich auf jeden Fall besser als die von Sephora bewerten. Hat mich aber nicht vom Hocker gehauen, dass ich sagen würde, ich würde so viel Geld dafür ausgeben. Und ne, weil ich mag die von Valea Q10 auch sehr gerne. Dann habe ich, ja, das war witzig, ein Haselnuss-Peeling von Balea gemacht. It's a Magical Time. Pflegender Peeling-Effekt für Gesicht und Körper. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Unten für Gesicht und oben für den Körper. Der Duft war irgendwie so richtig künstlich. Haselnuss hat mir echt nicht gefallen. Peeling-Wirkung war gut. Im Gesicht fand ich es dann schon grenzwertig. Es war schon sehr, sehr intensiv von der Peeling-Wirkung her. Würde ich mir aber nicht kaufen. Nee, dann nehme ich lieber so Zuckerpeelings oder sowas. Die finde ich irgendwie angenehmer. Und dann habe ich hier von Sephora aus diesem Adventskalender auch noch so diese Augen-Make-up-Entferner-Wipes gehabt. Also auch die. Also anfangs waren die echt gut getränkt. Aber diese Tränkung ist scheinbar auch mega schnell verflogen. Auch bei den Nagelentferner-Viechern, ne? Sodass du irgendwie am Ende nur noch so ein trockenes Tuch hattest. Und damit kannst du nicht arbeiten, ne? Also mag ich nicht, will ich nicht. Finde ich doof. Nee. Von M. Asam habe ich auch noch was gemacht. Zwei Sachen. Einmal habe ich hier diese Hyaluron-Feuchtigkeitsmaske verwendet. Parfümfreie Gelmaske für das Gesicht. Also das waren 2 Sachets, die habe ich leer gemacht. Doch, ich habe ganz schön viele Masken verwendet, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue. Die hat mir gut gefallen. Das waren ja 2 Anwendungen. Hat die Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt und ein strahlendes Hautbild hinterlassen. Und ja, ne? Das mochte ich wohl. Und dann habe ich noch von M. Asam verwendet Kollagen-Hals- und Dekolleté-Maske. Eine Straffungsmaske. Genau. Ich habe tatsächlich mir das ins Gesicht und auf die Hupen geschmiert, beziehungsweise auf mein Dekolleté. Ja, im Gesicht fand ich es gut, aber Hals-Dekolleté brauche ich sowas eigentlich noch nicht. Also klar, irgendwann kriegst du ja Falten am Hals, so hier so die ein oder andere hat man nun mal irgendwann auch, ne? Aber ja, da schmiere ich mir meistens meine generellen Masken einfach auch bis hierhin runter. Also da bin ich ja gar nicht so, ne? Aber na, kann man machen, muss man aber nicht. So, als erstes habe ich hier von Isana das Konzentrat Manuka Honig. Das fand ich schön, das habe ich morgens verwendet und das hat meine Haut schön mit Feuchtigkeit und mit Pflege vor allem versorgt. Habe ich verwendet nach meinem Toner und vor meiner Augen- und Feuchtigkeitscreme. Das heißt, ich habe wirklich die ganze Ampulle genommen und Stück für Stück nach und nach in meinem Gesicht eingearbeitet, eingeklopft und so weiter. Da kannst du dir am besten am Wochenende mal ein bisschen Zeit für nehmen, weil das dauert schon ein bisschen länger, ne? Und ja, hat mir aber gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, dass man sich die anschaut, weil, was sie auch gemacht hat, eben weil da Manuka-Honig oder halt Honig drin ist, wenn du so kleine Rötungen irgendwie im Gesicht hast oder kleine Mini-Verletzungen oder so, das beruhigt die Haut. Also das ist ja auch antiseptisch so ein bisschen. Das fand ich echt klasse. Das hat mir gut gefallen. Dann habe ich auch von Isana gemacht. Konzentrat Hyaluron Booster. Ja, das war halt ein ganz klassischer Hyaluron Booster. Ne? Der hat halt einfach diese Pflegewirkung ins Gesicht gegeben. Soll ja in dem Sinne auch ein bisschen aufpolstern und so. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich finde bei mir, das sieht man nicht so wirklich, ob der jetzt aufpolstert oder nicht. Ich weiß es nicht, weil ich mein Gesicht halt sehr, sehr viel pflege, sehr viele Masken und so weiter verwende, um dann halt entsprechend mein Gesicht zu versorgen mit Dingen, das es braucht. Ja, fand ich okay, aber wenn man sich entscheiden müsste, würde ich das von, also dieses Manuka-Honig nehmen, auch wenn das Manuka-Honig-Gedöns ein bisschen öliger ist, von der Konsistenz her ein bisschen dicker. Dann habe ich hier noch eine von Douglas Nutrifocus. Das war, als hätte ich mir Öl ins Gesicht gegeben. Ne? Ich glaube, die hatte ich letztes Jahr auch schon im Adventskalender gehabt und ausgetestet und fand das halt auch so, vom Gefühl her, ja, man nährt das Gesicht, aber du hast schon Speckgesicht irgendwie, weil du dir so viel Öl drauf geschmiert hast. Ne? Das musst du schon ordentlich einarbeiten, ansonsten wird es echt ganz schön kritisch. Und dann habe ich hier noch von Barbour eine Ampulle verwendet. Das ist Stress Control. Ja, ne? Ja. Ich hatte
ab und an mal vielleicht einen stressigeren Tag auf der Arbeit. Dann kann man die sich abends vor allem gönnen. Also das ist für mich dann eher so meins. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz gut. Aber ob man jetzt so eine nimmt oder ob man eine andere nimmt, von Isana zum Beispiel. Also mir persönlich ist jetzt so, wenn ich mir die Ampullengeschichten immer so angucke, die ich aufbrauche, aufgefallen, ob ich jetzt eine von Isana nehme oder ob ich eine von Barbour nehme, ich sehe keinen Unterschied. Ernsthaft. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? Ich habe noch ein paar andere Ampullen da, auch von M.A.Sam, die möchten alle noch getestet werden. Also von daher, bleibt gespannt. So, ein weiteres Produkt aus der Neutrogena Hydro Boost Reiniger. Tücher? Nein. Aus der Hydra Boost Reihe von Neutrogena sind diese Abschminktücher, die ich aber nicht zum Abschminken genommen habe, sondern wenn ich hier irgendwie was gemacht habe, zum Swatches entfernen, zum Lippen Sachen entfernen und Lippen neu drauf machen können, Sachen gedünsten. Ne? Da tun es auch die günstigen. So. Dann habe ich hier ein Produkt von Rituals leer gemacht. Be Kind to Your Skin and Body Cream. Das ist Ritual of Dawn. Habe ich aufgeschnitten, weil ich es geil fand. War schwierig aus der Verpackung rauszukriegen. Hat sehr, sehr geil, sehr erdig, sehr natürlich gerochen. Ist es natürlich nicht, aber ne? Mega geil. Und ja, also ich fand es klasse. Mir hat es gut gefallen. War von der Konsistenz etwas dickflüssiger. Etwas ist gut. Also wirklich sehr, 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 sehr dickflüssig. Man hat nicht allzu viel davon gebraucht. Und es hat mir gut gefallen. Es hat gut gepflegt. Ja. Eine Handcreme habe ich leer gemacht. Von Roger & Gallet. Ja, eine Gingembre Rouge Handcreme. Das ist ja meine Lieblingsreihe von Roger & Gallet. Ne? Ha, die hatte ich in meiner Handtasche drin und habe sie quasi verwendet, wenn ich Auto gefahren bin. Beziehungsweise, wenn ich als Beifahrer mit dabei war und habe mir dann die Hände eingecremt. Der Duft ist einfach unschlagbar geil. Pflegewirkung geil. Schnell einziehend? Leider nein. Naja, wenn die noch schnell einziehen würde, wäre sie einfach perfekt. Aber ich fand sie toll. So ein bisschen was ist noch da. Etwas für den Körper. Oh, das war toll, ja. Green Cocoon Natural Cosmetics Pflegeöl. Das ist vegan, eine zertifizierte Naturkosmetik mit Aprikose. Das ist in so einem Pumpspender drin gewesen. Ist da noch was drin? Ja, ein bisschen ist da unten noch drin. Das ist halt so eine klare Flüssigkeit einfach. Und ein Glasspender. Auch das schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, müllmäßig musst du nur dieses obere Teil abschrauben und in den Plastikmüll geben. Und das Glas kannst du entsprechend in den Glas-Wiederverwertungsgedöns geben oder halt in den Hausmüll, sprich Restmüll. Genau. Ist ein Öl, hat mich echt gut gepflegt und ist super eingezogen. Also du hast nicht irgendwie dieses Gefühl von, ich habe jetzt ein mega fettes Öl auf der Haut. Nee, das ist halt so ein ganz trockenes Öl gewesen. Hört sich total merkwürdig an, war aber so. Du hast nicht geklebt, das war echt geil. Also mega, mega cool. Ich habe das in irgendeiner Box drin gehabt, ich weiß gar nicht in welcher. Mega, hat mir echt gut gefallen. Ich glaube in der Vegan Beauty Basket war das mal mit drin. Fand ich echt super. Super, 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 super. Dann habe ich ein Deo leer gemacht. Das war auch in der Handtasche drin und war jetzt auf der Geschäftsreise mit von Dove. 48 Stunden Antitranspirant. Ich finde das ja furchtbar, ne? Ich mag den Duft gar nicht. Da muss ich immer fürchterlich von husten, weil ich das so trocken finde. Aber schützt halt und es ist halt in einer kleinen Packung gewesen. Ich habe jetzt auch keine Reisegrößen mehr, sodass ich auch gar nichts mehr in der Handtasche habe. Das muss ich noch ändern, weil ich finde, ein Deo sollte man irgendwie immer dabei haben. Ne? Also, kennt jeder wahrscheinlich auch, aber empfehlen würde ich es nicht, auch wenn es schützt, aber es ist echt nicht meine Welt. Ritual of Ayurveda, das ist ein auch so ein trockenes Öl, was du entweder zur Massage nehmen kannst, war letztes Jahr im Adventskalender mit drin. Genau, ne? Das kannst du, wie gesagt, entweder zur Massage nehmen. Ich habe es dann jetzt dieses Jahr aufgebraucht, weil es musste echt mal aufgebraucht werden. 12 Monate darfst du es nur offen haben. Und habe damit halt meinen Körper eingecremt. Fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, wie das, was ich euch eben gezeigt habe. War aber auch okay, kannst du auch zum Körper eincremen nehmen. Gerade bei trockenen Schienbeinen bietet sich bei mir das immer ganz gut an. Dann habe ich hier von Blistex den Classic Lip Protector leer gemacht. Den hatte ich auf der Arbeit stehen. Ist halt so ein All-Time-Favorite mehr oder weniger, den man halt so kennt. Und fand ich ganz okay. Ich sortiere Lippenstifte oder Lippenpflegeprodukte aus, sobald ich halt oben mit meinem Mund oben an die Plastikgeschichte drankomme. Da ist natürlich noch Produkt drin. Aber ich kriege da das kalte Kotzen, wenn ich da nochmal mit meinen Lippen dran muss. Ich kann das einfach nicht haben. Es tut mir leid. Ich kriege es nicht hin. Nee. So. Ich sag dir mal kurz zwischendrin, was du in diesem Video gewinnen kannst, weil ich glaube, das kann man so mal machen. Da habe ich dir so ein kleines Päckchen gepackt mit 5 süßen
Feinigkeiten. Das ist von Essence so eine Tropical Hand Mousse Gedönsgeschichte. Dann von BH Cosmetics ist das ein Studio Pro Total Coverage Concealer in der Farbe Pink. Dann habe ich nochmal von Essence Color Boost Vanillicious Liquid Lipstick, den in der Farbe Woody Rosy. Von Sephora so ein mega geiler Nagellack in dunkelblau. Übrigens meine Nagelkombi, die verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Das ist von Sally Hansen einer, zusammen mit einem von Miss Lynn. Das mache ich immer so übereinander. Und dann habe ich hier noch von Catrice ein Fixing Spray Candy. Ja, ne? Das ist dieses geile Spray. Das kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist, ne, Abonnent meines Kanals sein und, keine Ahnung, reinschreiben, dass du teilnehmen willst, den Hashtag gegebenenfalls verwenden. Irgendwie sowas. Steht in der Infobox und ich kann noch nicht richtig reden. Ich muss mehr Kaffee trinken. Ach komm, wir schieben jetzt mal so ein bisschen zwischendrin die Masken ein. Den Bottich hier lasse ich mal kurz stehen. Da habe ich hier von Shams die Grapefruit Sorbet Maske gemacht, Cell Booster. Das sind zwei Bobbles, die da so drin sind. Das sind so zwei Pöttchen. Die kannst du rausnehmen. Jeweils ein so ein Pöttchen, ne? Ich glaube, das habe ich auf Instagram habe ich das geteilt. Normalerweise teile ich immer ganz gerne, wenn ich so Masken auf Instagram mache. Ja, die fand ich ganz cool, ne? Also die hat wirklich mein Gesicht so erfrischt. Also ich habe mich danach richtig gut gefühlt, aktiviert und schützt. Schützen, keine Ahnung, mit Grapefruit-Duft und Passionsfrucht. Es war halt schon sehr, sehr fruchtig frisch, ne? Hat mir aber richtig gut gefallen. Also die fand ich toll. Die hat so richtig mir einen Schwung in die Bude gebracht. Dann Natura Herb Infused Sheet Mask. Das ist diese hier. Ich glaube, die ist relativ teuer, aber ich fand die jetzt irgendwie ziemlich öde. Also, keine Ahnung, ne? Irgendwie mit Minze und hast du nicht gesehen? Tüdelü, das ist halt so eine richtige Tuchmaske fürs Gesicht. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. Die war jetzt einfach nur da. Da kannst du auch eine von Balea nehmen. Hat die gleiche Wirkung. Die ist ein bisschen witziger. Ich trinke ja normalerweise keinen Alkohol. Auf der Geschäftsreise habe ich mir an einem Abend überlegt, ich tue es mal. Und bin dann auch sehr, sehr spät ins Bett gekommen. Und habe dann noch irgendwie geduscht und mir gedacht, boah, es wäre voll geil, eine Maske noch zu verwenden. Habe dann eine Peel-Off-Maske hier von Seven's Heaven verwendet, von Montagne Jeunesse. Das ist die Peel-Off-Toterde und totes Meermaske. Tiefe Porenreinigung einfach abzuziehen. Die habe ich mir dann direkt nach dem Duschen drauf gemacht. Also, deswegen habe ich dann, glaube ich, auch keine Insta-Story zugedreht, weil das irgendwie um 4 Uhr morgens oder so war. Einfach abzuziehen, definitiv. Aber die hat nichts rausgeholt, Leute. Also ich finde, die hat bei mir nichts gemacht. Wirklich nicht. Null. Null, null, null. Ich hatte die sogar aus Versehen auf meinen Augenbrauen. Da musste ich das so ein bisschen runterknibbeln, dass ich meine Augenbrauen nicht abreiße. Aber na, ne? Das als kleine Story zu dieser wundervollen Maske. Dann habe ich die Neutrogena Cellular Boost für glatte, jünger aussehende Haut gemacht. Da hatte ich dir auch auf Instagram geteilt, dass ich ein schönes Paket gekriegt habe. Und das müsste von der lieben Trisana Tantler gewesen sein. Das ist eine 100% Hydrogelmaske. Ne, ich liebe ja Hydrogelmasken und die fand ich halt toll. Die war wirklich klasse, hat mir gut gefallen. Hat jetzt, also ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, da so ein Lifting-Effekt oder so, nee, weiß ich nicht. Hat einfach Feuchtigkeit gegeben, hat gut meine Haut versorgt mit Dingen, die sie so brauchte und hat sie strahlen lassen. Ja. So, dann machen wir mal kurz weiter mit meinem Buttig. Da habe ich hier von M. Asam das Resveratrol Essence of Youth so ein Serum leer gemacht. Das NT50 Serum, schlag mich tot. Das ist richtig geil gewesen, ne? Also Altobelli war das toll. Das habe ich halt als ganz normales Gesichtsserum verwendet. Nicht nur die Verpackung ist unfassbar scharf. Ich fand das auch von der Wirkung klasse, ne? Also es hat nicht gekrümmelt oder sonst was. Ich habe mir da einfach immer so einen Pumpspender, finde ich auch großartig, ne? Habe ich mir einfach immer zwei Pumpenpulver auf die Finger gemacht, das kurz in den Fingern verrieben und dann quasi, nachdem ich den Toner verwendet habe, auf die Haut gegeben, kurz eingeklöppelt, dann die Augencreme, Feuchtigkeitscreme, ready to go. Also das fand ich richtig mega geil. Schade finde ich nur, dass du hier, das ist wirklich Plastik und nicht Glas, ne? Ich glaube, in Glas, gut, dann wäre das wahrscheinlich auch teurer, aber, ne? Egal. Duft übrigens mega. Wirklich mega. Leicht sehr weiblich, aber geil. Hat mir richtig gut gefallen. Das möchte ich dir auch noch zeigen. Oh ja. Von Balea habe ich Thermosohlen in meine Schuhe gemacht. Aber in meine Schuhe, die ich oben habe, wenn ich quasi auf dem Bau bin.
weil ansonsten kriege ich eiskalte Füße. Das sind halt diese hier in der Größe 40-41. Ich habe Schuhgröße 41, ich habe Riesenfüße und das habe ich dann einfach in die Schuhe reingemacht. Gibt es halt immer nur zu kälteren Tagen, sprich jetzt müsste es das auch wieder geben. Hat auf der einen Seite so eine Alu-Seite, auf der anderen Seite so eine Flauschi-Seite und da kriegst du echt schön warme Füße von, beziehungsweise deine Füße kühlen nicht, wenn du von unten Kälte bekommst. Das hält das schon so ein bisschen ab. Ich denke nicht, dass du dich damit in den Schnee stellen könntest, aber das wäre auf jeden Fall was, was du in deine Schuhe reinmachen könntest, wenn du zum Weihnachtsmarkt gehst oder so. Ja, finde ich geil, hat mir gut gefallen. Oberschicht mit 100% Wolle, ja, ne, hält schön, muckelig, warm, hat mir echt gut gefallen. Die hier haben mein Freund und ich mal ausgetestet und wir fanden sie furchtbar. Das sind die Aspura Clips. Das hatte ich auch auf Instagram geteilt in meiner Story. Hatte ich jetzt auch in verschiedenen Boxen mal mit drin. Also hier habe ich einmal das zur Entspannung. Ja, entspannt und beruhigt, das ist quasi mit Lavendel. Und einmal Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, erfrischen und wohltun. Ne? Das hat mein Freund verwendet, das habe ich verwendet. Der Lavendelduft ist sehr, 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 sehr heftig. Der Minzeduft ist angenehm. Aber du machst dir dieses Viech wirklich zwischen, also so, ne, in der Mitte hast du ja, glaube ich, die Nasenscheidewand, so nennt sich die, glaube ich, und du machst dir den Clip da rein und ich habe diese viel zu langen Viecher von diesem Clip einfach die ganze Zeit da gefühlt, weil die halt auch ein bisschen erhaben sind, weil du ja quasi in dem Clip drin quasi dieses Pulverzeugs hast oder so, was ja mit der Zeit veratmet wird. Nee. Also einmal und nie wieder, hat mir gar nicht gefallen und hat auch irgendwie angefangen zu brennen, so hier am unteren Nasenbereich. Das hat gar nicht, nee, fand ich voll unangenehm. Mein Freund auch und deswegen nicht empfehlenswert. Wo wir mal wieder hier bei dem Thema Aluverpackung sind, ne, das war mal in der Box mit drin, deswegen ist es auch bei mir. Das ist von Bilou Tasty Donut, das ist ein cremiger Duschschaum und der war toll. Ich habe mich gefühlt wie ein Süßigkeitenladen, aber es ist, ich liebe das, ne, das ist einfach voll meins. Es sieht noch nicht ganz so spackig aus, wie ich dachte. Ist halt hier so ein geiler Spender und oh, es kommt richtig klasse raus, so ein richtig geiler, fluffiger, cremiger Schaum. Ach, da fühlt man sich toll, das ist passend zu dieser Jahreszeit. Ich mag das. Also das ist voll mein Ding. Ja, komm. Jetzt machen wir mal ein paar Proben. Da habe ich hier von Davidoff Cool Water Intense Verhör diese Parfümprobe getestet. Ne? Also hier ist sie drin. Und ich fand sie doof. Also war nicht mein Duft. Mochte ich nicht so gerne. Hat auch nicht wirklich lange gehalten. Also ich habe mir die hier drauf gemacht, dann bin ich zur Arbeit gefahren. Das dauert so eine halbe Stunde bei mir. Und dann war es auch schon fast weg. Ja, nee, war nicht meins. Würde ich nicht empfehlen. L'Oreal Elvital Color Glanz Purple Shampoo. Anti-Gelbstich. Da haben mir ein paar tatsächlich in die Kommentare geschrieben. Claudi, pass auf, dass es nicht zu lange drin lässt, denn ansonsten kannst du wirklich grüne Haare kriegen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ich habe echt Schiss gehabt, als ich das verwendet habe. Hat jetzt aber nichts Besonderes mit meinen Haaren gemacht. Ich denke, dass man das halt wirklich als komplette Flasche verwenden muss. Ist halt fancy, wenn du da so ein lila Zeugs mit rauskriegst. Ja, ne? Dann lässt es kurz einwirken und dann spülst du es ab. Hat aber jetzt meine Haarfarbe nicht besonders verändert. Ich habe nach wie vor meine blonden Haare und ja, ne, würde ich nicht nachkaufen. Dann habe ich von Lancôme eine Foundation ausprobiert und zwar die Teint Idol Ultra Wear. Das war die Farbe 03 Beige, die ich fand. Und ich war sehr, sehr erstaunt drüber, dass die Farbe dann doch besser passte, als ich dachte. Ich habe aufgeschrieben, glowy, natural, semideckend, stark parfümiert, aber zu dunkel. Genau, ein bisschen zu dunkel war sie, aber man kann es halt entsprechend auch ausgleichen. Du hast halt meistens diese Natural-Töne oder Beige-Töne in diesen ganzen Boxen beziehungsweise in den Zeitschriften-Probengeschichten mit drin. Stark parfümiert, das hast du halt immer, wenn du je teure Produkte an Foundation du hast, desto stärker sind die parfümiert. Das ist nun mal so. Ja, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen und ich habe eigentlich auch mir wirklich, also ich habe mich wohlgefühlt damit, das muss ich wirklich sagen. Dann habe ich hier ein Produkt von Pure 97 aufgebraucht für trockenes Haar. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Haarmaske gewesen. Ja, sie war halt mit Kokos, ne? Deswegen war der Duft jetzt nicht so berauschend für mich, aber es war jetzt nicht so penetrant Kokos. Hat jetzt auch nicht ultra viel gemacht. Ich habe ja quasi parallel die von Dr. Pierre Rico verwendet. Also da fand ich die von Dr. Pierre Rico, die ich regulär verwendet habe, zu dem Zeitpunkt besser. Ja, ne? Okay, die hier wäre jetzt auch mit 100% vegan und ohne Silikone und 97% natürlich Inhaltsstoffe. Dü-lü-lü, ne? Also fürs Besserfühlen ist die wahrscheinlich was, aber na, war nicht so meine Welt. So, dann habe ich habe ein paar mehr Proben dieses Mal leer gemacht, weil ich ja auf Geschäftsreise war und da habe ich Proben mitgenommen. Da habe ich gar nicht große Produkte mitgenommen, weil da hätte ich mich totgeschleppt, zumal die Hälfte meines Koffers eher aus Süßigkeiten und Chips bestand.
Und ein Kissen, das nehme ich auch immer mit. Muss sein. Da habe ich hier von Sisley Hair Ritual eine Maske gemacht. Das ist die Regeneration Hair Care Mask. Die fand ich gut. Die hat mir echt gut gefallen. Die hat meine Haare echt toll gemacht. Und danach brauchte ich jetzt nicht irgendwie ein Produkt, dass ich das nochmal in meine Haare reinsprühe, um durch meine Haare durchkämmen zu können. Also das war echt klasse. Hat mir gut gefallen. Ist aber, glaube ich, echt teuer. Deswegen, ne? Schön, dass es mal als Probe mit dabei war. Ich glaube, als ich bei Douglas bestellt habe. Aber nachkaufen wäre schon sehr kostenintensiv. Ich habe mal wieder Q10 Antifalten Augenpads gemacht von Balea. Die habe ich nach meiner sehr kurzen Nacht auf der Geschäftsreise verwendet. Also sie haben echt sehr gut geholfen. Aber meine Augenringe waren jetzt nicht komplett weg. Aber gegen Augenringe von nur 3 Stunden Schlaf kann sowas auch nicht anstinken. Aber ich fand sie gut. Ich finde sie immer wieder gut und ich verwende sowas gerne. Gerade wenn ich halt wirklich nicht so viel Schlaf bekommen habe in der Nacht. Ne? Hilft dann auch. So, dann habe ich mir ausgesucht von Balea Beauty Therapy die Tagescreme mit Juven Essence und Duo Hyaluronsäure. Die hat bei mir gekrümelt. Die fand ich echt doof. Das fand ich schade. Ich hätte lieber ein positives Feedback dazu gegeben, aber kann ich nicht empfehlen. Dreimal habe ich von Medipharma Cosmetics die Hyaluron-Körperlotion leer gemacht, weil ich die ja mit hatte. Ich musste ja meinen ganzen Körper eincremen und das habe ich hier mit hinbekommen. Die Füße wurden mit was anderem eingecremt, da kommen wir gleich noch zu. Aber für den Körper haben halt 3 Sachets davon gereicht. Das waren jeweils 4 Milliliter und die fand ich ganz gut. Die hat mir gut getan. Ja, hat jetzt nicht irgendwie so einen Kabuff-Effekt gemacht, hat aber meine Haut gut gepflegt, hat nicht gekrümelt, hat nicht gestunken, hat mir gefallen. Ne? Dann habe ich nämlich als Fußcreme mir von LR Health & Beauty die Aloe Via Relieving Thermolotion genommen. Das war ein Fehler, ne? Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr empfindliche Füße, nachdem ich dusche. Und ich habe mir die ja direkt nach dem Duschen drauf gemacht. Meine Füße haben gebrannt wie Feuer. Das war echt kacke. Aber ich glaube ansonsten, also warme Füße kriegst du damit definitiv. Und ich glaube auch nicht, dass es als Fußcreme gedacht ist, weil da habe ich ja doch relativ dünne Haut, ne? Aber im Großen und Ganzen, sie macht auf jeden Fall warme Füße. Ein Serum habe ich verwendet. Das ist hier Kurkuma Serum, Double Serum. Von Clara müsste das sein. Das hat man echt oft in diesen Zeitschriften mit drin, ne? Das ist so eine Probe, die du hier einfach knickst und dann kommen da 2 verschiedene Viecher raus tatsächlich, weil das hier sind auch 2 Sachets, 2 lange Viecher. Und ja, das kann man sich dann entsprechend auf das Gesicht geben. War okay, war sehr, sehr ölig, finde ich. Also ich mag ja gerne Gesichtsöle, ich war aber nicht darauf vorbereitet, dass es dann doch so ölig war. Ich glaube, das war irgendwie so ein milchiges Kram und so ein Kurkuma eingefärbtes Öl irgendwie. Ja, also das fand ich dann doch irgendwie, also es hat nicht gekrümelt oder so, es war auch, hat mein Gesicht auch erfrischt und alles war tutti, aber ob man da halt so viel Geld für ausgeben muss, muss man für sich selber entscheiden. Dann hatte ich irgendwie so von Payot, so 3 Viecher, die waren in so einem, hatte ich glaube ich auch bei Douglas gratis mit dabei gekriegt. Da habe ich einmal die Tagescreme, die Nachtcreme und das ist halt mit Rose Lift Kollagen, ne? Also Rose und so, läuft bei mir. Und dazu noch das passende Kollagenkonzentrat. Wie gesagt, es waren halt nur einmal Anwendungen, die mir aber richtig gut gefallen haben. Es hat sich schön auf der Haut angefühlt, sehr, sehr schön cremig, feuchtigkeitsspendend, aber jetzt nicht irgendwie dick aufliegend oder so. Es hat nicht gekrümelt, es war richtig, richtig toll. Und wenn die Tiegel natürlich so aussehen, wie das hier so abgebildet ist, dann sehen die natürlich auch sehr, 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 sehr schön aus. Es hat halt nach Rose gerochen, das war halt meins, ne? Joa, so, haben wir die Proben auch vom Tisch hier, im wahrsten Sinne des Wortes. L'Oreal Elvital Dreamlengths Shampoo und Spülung habe ich leer gemacht. Der Duft, so geil. Wirklich richtig geil. Ich habe aber das blöde Gefühl, dass mir das doch so ein kleines bisschen vielleicht die Haare ausgetrocknet hat. Jedenfalls das Shampoo. Die Spülung jetzt nicht unbedingt. Also die hat mir richtig gut gefallen. Das ist ja für langes und geschädigtes Haar. Beim Shampoo, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich wirklich sagen. Also... ja, es riecht halt geil, ne? Dieses pudrige, sanfte Nom-Nom, richtig geil. Aber Rizinusöl soll ja auch dazu anregen, dass die Haare besser wachsen und so. Aber ich habe echt das Gefühl gehabt, dass es irgendwie meine Haare ein bisschen trocken hat machen lassen. Ich weiß es nicht, so ein bisschen strohig. Ich musste aber tatsächlich dadurch, theoretisch hätte ich nicht jeden Tag damit Haare waschen müssen. Mache ich trotzdem, weil ich bin ich brauche das. Wenn ich das nicht mache, fühle ich mich über. Das muss nicht sein. Claudi muss ich nicht überfüllen. Dann habe ich hier
mit einem Haar von Sammy, Cookies, Zahnspangenreiniger. Nein, ich trage keine Zahnspange, aber das verwende ich gerne für unser Klo. Und zwar kannst du das anstelle, also das sind nämlich hier 30 Tabletten, die sind hier so drin. Und das kann man ins Klo geben und das löst halt den Kalk und irgendwelche Ablagerungen und so weiter. Das lässt du dann halt über Nacht einwirken und kannst dann halt ganz normal mit der Bürste durch und abspülen und dann ist weg. Super Alternative zu diesen einzeln verpackten Viechern, die man so kaufen kann. Wirklich geil. Entfernt 99,9% der Bakterien, schützt Metalle vor Korrosion. Das heißt, es ist in dem Sinne auch gut für die Rohre, gut fürs Klo für sich, also an sich, dass du halt da nicht irgendwie was kaputt machst oder so. Deswegen, ne? Also da habe ich noch ein paar von. Die werden alle jetzt immer mal wieder im Aufgebraucht-Video landen, weil ich die echt toll finde. Und bei uns helfen die wohl ganz gut. Dann habe ich hier noch eine Verpackung von den Invisibobbles. Das waren die duftenden. Ich glaube, ja. Jetzt habe ich ja auch noch einen davon drin. Ne? Das sind halt diese peachfarbenen. Da sieht man das, weiß ich nicht. Waren, glaube ich, in einer Barbara-Box, Brigitte-Box, Pink-Box, in irgendeiner Mädchen-Box war es halt mit drin. Ist ganz niedlich natürlich von der Verpackung, aber da siehst du nichts mehr von, wenn du da drin die Haare machst. Ne? Ich persönlich mag lieber, wenn die transparent sind. Und ich finde, dass diese hier tatsächlich schneller ausleiern. Also, ne, ich habe noch dies, was ich jetzt in der Haare habe und noch ein weiteres. Ich glaube, hier waren zwei oder drei. Nee, drei waren hier drin, genau. Also, weiß ich nicht. Da, nee, mag ich die anderen von Invisibobble tatsächlich lieber. Dann habe ich hier eine Reinigungsseife für Kosmetikpinsel von Da Vinci. Leer gemacht, jo, ne? Die fand ich klasse, die finde ich gut. Und ich denke auch, dass ich auch auf Pinselseife so umsteigen werde. Ja, jetzt siehst du hier nicht mehr so viel von drin, aber hat nach Seife gerochen. Da war jetzt nicht irgendwie ein spezieller Duft, aber das war halt, das hast du gut aus den Pinseln rausgekriegt. Das hat gut geholfen, um die Pinsel zu reinigen. Auch Foundation und so weiter. Also finde ich ganz gut. Eine Mascara ist mir leer gegangen von Yves Rocher. Die Feel Stronger Mascara. Volume en Longueur. Das ist halt, ne, französisch und so. Jo, war ganz okay. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ist aber, finde ich, relativ... Ja, jetzt ist hier so krüppelig drin. Hat halt hier so ein Bürstchen. Das ist so konisch. Heißt das so? Weiß ich nicht. Wenn das in der Mitte so etwas enger zusammenstehend ist. Ne? Wird halt außen dann etwas schnell spackig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sehen kann. Guck mal. Weiß ich nicht. Ich finde, dass es ziemlich zugespackt ist. Ich finde, die ist relativ schnell, dass die abgeschwächt ist und nicht mehr den Effekt gegeben hat, den sie halt hätte geben können, weil anfangs war sie geil und am Ende hin war sie einfach nicht mehr vorhanden. Ja, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!